Mein Name ist Thorsten Ender, ich bin 45 Jahre alt und examinierter Altenpfleger. Mein Name ist Alessia Seif, ich arbeite auf der Kinderintensivstation der Helios HSK. Ich bin Tobias Thering, 38 Jahre alt und arbeite als staatlich anerkannter Erzieher in der Krippe. Mein Name ist Christine Kirchner und ich arbeite in der Anästhesie im Zentral-OP. Mein Name ist Lars Landmann, ich bin 24 Jahre alt und ich arbeite beim Deutschen Roten Kreuz in Frankfurt im Bereich der Testzentren. Wir arbeiten oft in Teildienst und springen fast jedes freie Wochenende ein, damit wir die Versorgung der Bewohner gewährleisten können. Wir haben Kollegen, die mit anderen Ausbildungen unterstützen. Das ist aber oftmals nicht so ausreichend oder so, nicht wie es wünschenswert wäre, zu arbeiten. Also wirkliche Sicherheit, Gewissheit gibt es im Moment eigentlich nie. Wir achten auf den Gesundheitszustand von uns selber und von den Kindern und sind halt im Moment lieber einmal zu viel vorsichtig als einmal zu viel mutig. Ich habe schon öfters Mitmenschen angesprochen, die sich über das Tragen des Mundschutzes aufgeregt haben, dass sie gerne mal in eine Altenpflegeeinrichtung gehen sollen und mal selber vor Ort mit anpacken sollen. Es ist einfach ein Keim, den keiner sieht. Und das ist einfach ganz schwierig, dieses Verständnis. Ich sehe es nicht, aber es gibt es trotzdem. Manche sprechen von der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe persönlich so eine Krise in der Dimension noch nicht erlebt. Das Beste ist wirklich immer zusammenzufinden und die Dinge zu besprechen und den Kollegen nicht einfach stehen zu lassen mit seinem eigenen Traurigkeit und Ängste, die damit ja auch verbunden sind. Meine Eltern sind mittlerweile auch in einem Alter, wo sie zu Risikogruppen gehören. Und ich bin im Moment jedes Mal am Überlegen, soll ich das Risiko eingehen, mich mit meiner Familie zu treffen, oder soll ich es lieber sein lassen? Auch in Bezug auf Weihnachten habe ich noch keine Entscheidung getroffen. Das ist natürlich schon so, dass es einen täglich auch bewegt, wenn Menschen kommen, die sagen, sie haben Angst, sie möchten gerne zu ihrer Familie, haben die schon sehr lange nicht mehr gesehen. Die sagen, sie wünschen sich einfach Gewissheit, möchten niemanden gefährden. Und wir sind sehr froh, dass wir den Menschen das hier anbieten können. Der härteste Fall war einfach ein Kind, was sehr krank war, aber nicht beatmet war, dem es einfach sehr schlecht ging. Kinder sind ja nicht ganz so hart betroffen wie die Erwachsenen, aber auf der psychischen Seite ist es natürlich trotzdem sehr schwierig. Die applaudierenden Menschen am Anfang, was uns ermutigt hat, hat mittlerweile nachgelassen und die Belastung ist weiterhin sehr angespannt. Ich würde mir wünschen, dass die Gesundheit als Gesellschaftsaufgabe von der Politik wieder begriffen wird. Es muss mehr Personal beschäftigt werden, um Bewohner besser versorgen zu können. Dass einfach der Beruf der Krankenschwester oder der Kinderkrankenschwester einfach mehr Wert kriegt und dass mehr Leute diese Arbeit machen möchten. Ich würde mir wünschen, alle würden sich jetzt noch mal ein paar Wochen lang wirklich zusammenreißen und außer dem Nötigsten die Kontakte vermeiden. Ich habe da immer fest in die Menschen vertraut und wusste, dass wenn man als Gesellschaft zusammensteht und niemanden außen vor lässt, das gemeinsam schaffen kann.